die Beine, zweite Luft an den Ketten, alter Boss. Was dich ergeben muss, ist Abschied nehmen. Das
alles vergangen. Deine Worte sind in mir gefangen. Ein Augenblick, ein Atemzug. Alles verbrannt, als der Blitz einschlug. Alles verbrannt, als der Blitz einschlug. Okay, Hans, erstmal vielen, vielen Dank, dass es so spontan geklappt hat. Willkommen im Stereo. Vielen Dank, gerne. Also danke auch, dass wir hier sein dürfen. So ja, dir. Wir haben es spontan gefunden. Wir haben uns total gefreut, dass ihr heute hier auftretet. Ihr macht nämlich heute habt euren Tourstart hier in Nürnberg. Es ist die Tour für immer Kids, die genau. Ja eigentlich schon 2020, 2021 hier gekommen sind. Wie ist es für dich jetzt überhaupt, für dich, für eure Band, mal wieder auf Tour zu gehen? Also super, super geil. Was soll ich sagen? Also es ist halt der Hammer, dass wir endlich wieder loslegen können, dass wir einfach wieder das machen können, was wir halt lieben so und wofür wir auch schon super lange immer gearbeitet haben, so einfach unterwegs sein zu können und Musik vorzutragen vor echtem Publikum, vor Menschen, die dann halt da stehen und zuhören und sich bewegen und einfach so zusammen sein halt. Und das ist halt schon krass, dass es jetzt wieder geht, weil bis zur letzten Sekunde haben wir damit gerechnet, dass es nicht klappt. Und dann hat es auf einmal doch geklappt und jetzt sind wir hier und jetzt geht es halt weiter. Ihr habt es ja vor 3 Wochen dann auch echt erst bekannt gegeben. Wie oft war das jetzt geplant? Ich glaube, 2020 wolltet ihr ja schon mal damit am Start gehen. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, ihr musstet 6 Mal insgesamt absagen. Ja, ja, immer wieder verschieben halt. Also ich meine, das Absagen, keine Ahnung, das ist halt irgendwie blöd. Man sagt halt nicht ab so. Ne? Also Absagen bedeutet auch immer, die Tickets müssen zurückgegeben werden. Und es ist immer blöd, auch für alle, für die Künstler und Künstlerinnen und für die Clubs und auch die Veranstalter und so, dieses ganze Abwickeln. Deswegen haben wir halt immer verschoben. Ja? Und verschieben ist aber auch ein Meisterakt von allen Leuten, die halt irgendwie involviert sind, weil du musst neue Termine finden, alle Bands verschieben. Gefühlt ist dann jede Band zur gleichen Zeit unterwegs, in allen möglichen Clubs gleichzeitig. Und das war halt immer so eine Meisterleistung, immer wieder zu verschieben. Und das war jetzt die letzte Verschiebung. Und die hat jetzt halt diesmal geklappt. Ihr startet hier in Nürnberg. Hat das irgendeinen bestimmten Grund oder habt ihr irgendeinen Bezug eigentlich schon zu Nürnberg? Seid ihr zum ersten Mal hier? Nee, wir sind zum 4. Mal hier oder so. Also wir haben schon manchmal im Z-Bau gespielt. Ah, okay. Cool. Im Hirsch haben wir auch schon gespielt. Ja, waren schon ab und zu hier. Und war halt so, hat sich so ergeben, so als erste Show. Morgen sind wir in Dresden, übermorgen in Berlin. Das ist halt so eine ganz schöne Runde. Dann hat man immer nur so 3 Stunden Fahrzeit, außer halt die Rückfahrt von Berlin nach Darmstadt. Die wird dann wieder ein bisschen anstrengend am Sonntag, aber wir freuen uns. Was spielt ihr jetzt heute? Ist es von, ich habe einige Alben gefunden, das letzte ist noch Bluten. Genau. Oder sind es dann heute Songs von dem Album oder was habt ihr heute jetzt dann dabei? Es sind Songs von allen Alben, die wir bisher draußen haben. Okay. Aber generell ist es quasi immer noch so die zweite Tour zu diesem Album. Das Album kam ja 2019 raus, es gab da so eine A-Tour, wo Städte gefahren wurden und dann sollte diese B-Tour 2020 eigentlich kommen, halt jetzt 2 Jahre später, aber wir wollten das auch nochmal genauso machen, ja, also dass es einfach abgeschlossen ist, dass wir diese Tour auch nochmal gespielt haben. Rot, Gelb, Grün, Schwarz, Blau. Ich hab keinen Bock mehr auf die Tagesschau. Lieber Netflix und Fastfood auf der Couch. Was meine Doku will ich sehen, wie dieses hier verreckt. Bei mir der Big Mac einfach so verdammt gut.
Yeah.
so ist das. Und für dich, für dich, für dich, du hast die Macht. Du hast die Macht. Die Farben grau.
ein heller Fleck bleibt dort zurück und alles löst sich auf. Was nicht glänzt, macht dich so vollkommen.
Nürnberg! Ihr funktioniert so als Band schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren, wenn jetzt auch vielleicht in einer anderen Konstellation. Wie habt ihr überhaupt so zusammengefunden? Dass vor allem du und Jonas, ihr macht das ja schon länger, habt ihr gesagt. Ja, ja. Also Jonas und ich machen, das sind schon bestimmt 15 Jahre oder so. So lange machen wir schon Musik. In unterschiedlichen Konstellationen. Dieses ganze 8Kids-Ding, das Projekt haben wir vor 10 Jahren begonnen. Mhm. Haben erstmal irgendwie auf Englisch angefangen damals. Haben uns dann aber relativ schnell dazu entschieden, auf Deutsch zu switchen. Und ich glaube, die erste richtige Veröffentlichung, so, die es von uns gab, war dann 2016, also vor 6 Jahren. Also war so, sagen wir mal, 3-4 Jahre Vorarbeit, Stil finden. Das ist ja immer so viel Arbeit, bis man irgendwann mal was so gefunden hat, wo man sagt, hey, das klingt so wie ich, so, weil das ist super schwer, so einen Stil zu finden, mit dem man vertraut ist oder wo man sagt, ja, das kommt wirklich aus mir raus, weil sonst weiß man ja noch gar nicht genau, wie man klingt oder so. Das hat super lange gedauert. Ja, 2016 quasi so das erste Lebenszeichen mit der EP und seitdem viele, viele, viele Konzerte gespielt eigentlich auch. Thema Stil, Post-Hard-Rock habe ich vorhin gelesen. Hardcore, Post-Hardcore. Hardcore, passt das von der Beschreibung her? Wie würdet ihr euch selber beschreiben, also die Musik, die ihr macht? Ja, das ist halt immer super schwierig, das irgendwie selbst in so ein Genre zu packen. Ja. Aber für die Leute, die sich so in dieser Nischenmusik so ein bisschen auskennen, die wissen, was Hardcore ist, was Punk ist, was Metal ist oder so, für die ist diese Beschreibung schon am treffendsten, wenn man jetzt sagt Post-Hardcore. Post-Hardcore, ja. Okay. Wenn ich jetzt jemandem anderen erzähle, so irgendwie, was weiß ich, meiner Schwiegermutter oder so, ja, sage ich halt, ah ja, das ist halt so ein bisschen, es sind eigentlich Pop-Songs. Da geht es um Texte auch, um gute Texte und der Ablauf ist auch eher poppig. Aber nur halt in einem harten Gewand. Also es wird mehr geschrien als gesungen, es sind noch richtige Gitarren dabei und sowas. Aber die Struktur der Lieder ist meistens eher so wie ein Song, es gibt ein Refrain, da kann man mitsingen. So in dem Stil würde ich es beschreiben, aber Post-Hardcore passt schon. Schließe die Augen und träume mit mir von einem besseren Leben hinter dem Meer, von einer neuen Sonne. Schau nicht zurück, denn wir können nicht mehr rein. Mein Kind, jetzt schlafe ein, der nächste Tag kommt schnell. Keine Angst vor den Blitzen, die Nacht erhellen. Vor dem Donner der Stadt, der durch die Wüste hallt. Ich halte die Wacht, die Hand zur Faust geballt. Ich glaube an den Geist der Geschwisterlichkeit. Wir sind alle von Geburt, waren frei und gleich. Dein Zuhause ist die Welt. Dein Zuhause ist die Welt. Kein Reich, kein Staat, es ist deine Realität. Dein Zuhause ist die Welt. Dein Zuhause ist die Welt. Öffne die Augen, es ist nicht mehr weit auf dich. Warte ein Schiff, das dich von hier befreit. Muss jetzt ganz stark bleiben, mein geliebter Sohn. Das Geld reicht dir nicht noch für eine zweite Person. Doch, wir werden uns wiedersehen hinter den Bergen. Was soll das sein?
Vielen, vielen Dank, Nürnberg. Ja, gerne. Wir haben noch 3 Songs für euch. Und der nächste ist Dämon. Und das geht so. Ihre Worte liegen ihm in den Ohren. Außer ihm kann niemand sie hören. Roten Augen in den Wänden lauern auf ihn, nur er kann sie sehen. Hände graben sich in die Schultern, die Luft um ihn herum fühlt sich so an. Wie ein eisiger Schauer greifen nach ihm, nur er kann sie spüren. Und ihn in seinen Abgrund ziehen, er versucht sich zu entfliehen. Zurück, Dämonen, Dämonen, zurück, in neuen Abgründe,
Nürnberg, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hatten sau viel Spaß. Das erste Mal nach so langer Zeit. Und dann gleich vor euch. Vielen, vielen Dank. Bleibt noch da, trinkt Bier mit uns. Hoffentlich bleibt das so mit den ganzen Konzerten. Wir haben Bock. Der letzte Song ist für euch und heißt Zeit. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Du dich verstärkt, ist dein Atem mich verlässt.
Vielen, vielen, vielen Dank, Nürnberg. Danke, dass ihr da wart. Wir waren die 8Kids. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Kommt nochmal beim Merchandise vorbei. Nehmt euch ein T-Shirt mit vom Bluthund von uns. Kauft euch CDs, Vinyls. Wir brauchen's. Bis gleich. Danke, Nürnberg.